Hallo Freunde, Servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich möchte gern heute mit euch super leckere Dattelpralinen machen und ich mache die heute das erste Mal. Aber das Rezept, das Originalrezept, hört sich sehr, sehr lecker an und der Schokolade duftet schon im Hintergrund. Ich lege jetzt am besten los, seid ihr auch dabei? Die Zutaten, die ich für dieses leckere Rezept brauche, sind folgende. Das sind Declinor-Datteln. Ihr könnt natürlich auch die dicken, die mit Jol-Datteln nehmen, ist klar. Dann habe ich mir Erdnüsse gekauft im Bioladen. Und hier in meinem Wasserbad schmilzt gerade die Schokolade. Die habe ich jetzt diesmal fertig gekauft. Das ist eine Rohkostschokolade von der Firma Lovejoc, die kennt ihr bestimmt. Die hat 80% Kakao, Mandelfeige ist es jetzt. Und gibt es auch noch in anderen Sorten. Und da ist drinnen Bio-Zartbitterschokolade mit Mandeln und Feigen. Zutaten: Kakaomasse, Kakaobutter, getrockneter Kokosblüten, Nektar, getrocknete Feigen, Mandeln, Rosinen, Lukuma-Pulver, Maca-Pulver, Anissamen, Bourbon-Vanille, Zimtpulver, Meersalz, Kakao, 80% aus biologischem Anbau. Okay? Das sind 40 Gramm in so einem Riegel und ich habe jetzt da zwei so Riegel genommen. Und das schmelze ich im Wasserbad. Und zwar ganz sachte Piano, sodass die Rohkostqualität noch erhalten bleibt. Genau. Zuerst tue ich mal die Erdnüsse von der Schale befreien. Das ist ein bisschen eine Puppelei, aber es ist eigentlich schnell gemacht. Und ihr könnt natürlich auch gleich fix und fertige Erdnüsse euch kaufen. Oder so wie der Christian im Tierladen. Tierfutter, sehr günstig. Ich mag aber gern Rohkostqualität, gell, weil ich einfach Wert darauf lege, dass alle Vitamine erhalten bleiben und Enzyme. Als nächsten Schritt habe ich meine Datteln in der Mitte halbiert und zwar so der Länge nach, aber nicht ganz durchschneiden, also, sondern nur so zur Hälfte, sodass man sie schön füllen kann. Ich denke, das ist einfacher, als sie ganz durchzuschneiden. Und jetzt kommen die Nüsse da hinein. Super. Es klappt sehr gut, weil diese Datteln so wunderbar kleben. Gell, da fällt nichts auseinander. Finde ich toll. Die habe ich schon. Also meistens so zwei Nüsse in eine Dattel oder manchmal sogar drei. Je nachdem, wie groß die Dattel ist. Und richtig schön zukleben. Schaut mal, wie das heute. Und jetzt die Datteln im Schokoladebad drehen. Mach es am besten mit der Hand, ich glaube, das geht am besten. Könnt ihr es aber auch mit dem Löffel machen. Und fertig sind meine super leckeren Dattel-Schokopralinen. Sind die nicht der Knall im All, wie die Maria immer sagt? Ich finde, die sind einfach klasse und sie sind selber gemacht. Und es ist ruckzuck passiert und wir haben ein schönes Geschenk, wenn wir jemanden damit eine Freude machen wollen oder uns selber.
Also unbedingt nachmachen, die sind einfach super. Gell? Ihr könnt natürlich jeden Schokolade nehmen, den ihr wollt. Ihr könnt auch den, euren Schokolade selber machen. Jede Sorte an Nuss und jede Sorte an Datteln, wie ihr das wollt. Gell? Also bei mir ist das jetzt Rohkost, weil für mich das wichtig ist. Gell? Aber wenn euch das nicht so wichtig ist, könnt ihr es auch anders machen. So schaut es aus, wenn der Schokolade fest geworden ist. Ja, meine Lieben, wenn euch mein Video gefallen hat, danke ich euch sehr für einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir einen lieben Kommentar schreibt. Und für heute wünsche ich euch dann alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund, macht es gut. Servus, pfiat euch.